Ein flohstarkes Hallo, ihr Lieben. Ja, heute mache ich mich auf den Weg zu Maike Toussaint. Wir haben uns über Instagram kennengelernt und auch sie betreibt einen YouTube-Kanal. Und natürlich geht es auch dort um Musik. Wie kann es anders sein? Ja, und wir haben uns verabredet, dass ich sie heute einfach mal bei ihren Beiträgen beim Making-of mitfilmen darf. Kommt mit! Auf geht's Richtung Düren. Ach, ich freue mich schon so richtig auf Musik mit Maike. So heißt übrigens ihr YouTube-Kanal. Aber bis es soweit ist, stärke ich mich lieber noch etwas. Das ist nämlich wichtig, damit man immer genug Flow-Power hat. Und schaut mal, was ich der Maike Schönes mitbringe. Meine Bücher von Pitt. So, ich bin angekommen. Bin schon ganz gespannt. Hallo Simone! Hi! Schön, dass du da bist. Hey Maike! Komm rein! Ja, gerne! Ja, herzlich willkommen! Ach, wie schön habt ihr das hier! Danke! Und wie ich sehe, seid ihr ein musikalischer Haushalt. Ja! Wow! Geige, Klavier und sogar E-Gitarre. Sag bloß, du spielst das alles. Nein, schön wär's. Ich fange tatsächlich gerade erst an, Klavier zu lernen, zusammen mit meiner Tochter. Also sie geht zum Klavierunterricht und bringt es mir dann bei. Ach, wie süß, sie kommt nach Hause und dann bringt sie dir das bei. Ja, genau. Weil ich natürlich auch so ein bisschen schön. Die Hoffnung habe, irgendwann dann schon auch meine eigenen Lieder schreiben und komponieren zu können. Und ja, aller Anfang ist schwer. Aber sag mal, das ist ja jetzt hier nicht ein Set für Musik mit Maike, für deinen YouTube-Kanal. Mhm. Wo machst du das denn? Wo ist dein Set? Ja, mein Filmset ist tatsächlich das Kinderzimmer meiner Tochter. Ach. Soll ich dir das mal zeigen? Oh ja. Okay, dann komm da einfach mal mit. Kommt mit. Oh, da bin ich ja jetzt mal gespannt. Große Überraschung. Ja. Ach, wie süß. Willkommen im... Im Filmstudio von Maikes Musik mit Maike. Ja. Ach, wie schön. Ja, und das muss ich mir dann halt immer je nach Wetterverhältnissen nochmal einrichten. Ich habe ein paar Lampen, mit denen ich arbeiten kann. Ja. Meine Kamera habe ich bereit. Und dann kann ich das tatsächlich ganz alleine produzieren. Ja, was erwartet den Zuschauer jetzt, wenn man jetzt auf Musik mit Maike klickt? Was gibt's da alles? Also das ist im Prinzip eine Plattform, eine Sammelstelle für Lieder und Fingerspiele und Mitmach- und Bewegungslieder, die viele Kinder kennen. Das soll dieser Kanal im Prinzip bieten. Die Möglichkeit, danach zu gucken, wie geht denn dieses Lied und was muss ich da jetzt für Bewegungen zu machen. Und dafür ist ja gedacht. Freue mich immer über Kommentare von Usern, die dann auch schreiben, Mensch, dieses Lied wäre mal total schön. Und wenn ich dann mal wieder so 10, 15 Lieder zusammen habe, fahre ich ins Tonstudio. Und wenn ich dann die Tonaufnahmen habe, dann komme ich hier hin und drehe. Und mittlerweile sind schon einige Videos zusammengekommen, wie man sieht. Ja, vielleicht setzen wir uns, denn ja, es ist ja tatsächlich das Bett meiner Tochter, auf der ich drehe. Und wenn ich jetzt zum Beispiel für Musik mit Maike den Kanal Videos mache, dann sind das ja oft auch mehrere hintereinander. Und dann wird sie halt schon mal ausquartiert, dann kommt sie zu ihrer Schwester, was sie beiden nicht schlimm finden. Die verbringen die meiste Zeit zusammen. Nein, im Gegenteil, sie finden das sogar eigentlich eher spannend. Ja, und haben die denn da auch schon mal mitgesungen oder mitgemacht? Bei den älteren Videos hat sogar meine ältere Tochter noch mitgemacht. Und jetzt bei den aktuelleren ist die Kleine auch immer mal gerne noch dabei und durfte sogar bei einem Lied mal mitsingen. Das hören wir uns doch glatt mal an. Das Lied von der Sieben, der Sieben.
Das ist das Lied von der Siebenzahl. Wer sagt, dass ich nicht zählen kann? Ich kann zählen wie ein Hampelmann. Vorhin klang es ein bisschen so, weil du hast Musik mit Maike betont, als hättest du noch einen zweiten YouTube-Kanal. Ja, das stimmt. Wirklich? Ja, seit ein paar Monaten habe ich da tatsächlich so ein ganz großes Herzensprojekt von mir noch gestartet. Und zwar Maikes Rappelkiste. Und bei Maikes Rappelkiste geht's ums Basteln, Vorlesen, Gedichte, Fingerspiele und vieles mehr. Ja, und manchmal bekomme ich sogar Besuch bei oder aus der Rappelkiste. Vielleicht hast du ja Lust, mich einfach da mal zu besuchen. Klar, und ich weiß auch schon, was ich mitbringe. Schenke unserem Flo dein Abo. Das wäre absolut Flo-stark.